Ich würde nicht gehen, bevor meine Aufgabe erfüllt war. Hallo? Ist da jemand? Hier sah alles verlassen aus. Musizieren und Hausieren verboten. Keine Wurfsendungen. Die lasse ich lieber in Ruhe. Oh, ich bin wieder hier. Ich würde nicht gehen, bevor meine Aufgabe erfüllt war. Wahrscheinlich waren die meisten Leute vormittags bei der Arbeit. Jemand zu Hause? Es war niemand da, oder es wollte niemand mit mir reden. Das war kein besonders interessanter Weg. Der Laden hieß Cosmic Fairy. Ein toller Name. Im Kasten war ein sternförmiges Objekt. Auf dem Kärtchen dabei stand Zeichen der Ahnen. Schützt vor alten Göttern und höheren Wesen. Das hätte ich vor ein paar Jahren gut gebrauchen können. Es war ein sternförmiges Zeichen zur Abwehr von Wesen, die noch gruseliger sind als Vampire. Der Stern war ganz hübsch, aber ich musste ihn nicht haben. Ich war nicht hergekommen, um Postkarten zu schreiben. Verzaubertes Avalon. Verse aus mystischer Zeit. Das sah spannend aus. Ah, Sie haben mein kleines Lebenswerk entdeckt. Tja, für ein Lebenswerk ist es tatsächlich ziemlich klein. Wie meinen Sie das? Es ist ein Gedichtband. Die gibt's in allen Größen. Hübscher Einband. Danke. Von mir gestaltet. Ich verlege mich selbst. Die großen Verleger haben keinen Sinn für Spiritualität. Was bedeuten diese Münzen? Josef von Arimathea bringt den Heiligen Gral. Artus und Guinevere werden begraben. Und der heilige Michael besiegt oben auf dem Tor den Drachen. Jede Silbermünze zeigt eine Szene aus der Geschichte von Glastonbury. Geschichte? Hörte sich eher nach Folklore an. Aus Silber, sagten Sie? Naja, versilbert. Ein guter Freund stellt sie für mich her. Denn Blitze rannen durch mein Blut, o dunkle Morgana, o meine Morgana. O Blitze strömten durch mein Blut, und feurig blitzte rot mein Blut. Meine dunkle Morgana. Was halten Sie davon? Nicht schlecht. Tja, ich war auch ganz zufrieden mit mir. Diebisch schleicht Finsternis und hüllt die Welt in tiefen Schlaf. Der Himmel weint um uns. Auch nicht schlecht. Vielleicht war mein erster Eindruck falsch. Wenn einer mich erschlägt, nicht ungezielt, durch Zufall oder trunken, so hab ich tief in mein Gebet den Fluch schon eingebunden.
Der ihn trifft und sein Fleisch, ruchlos ist seine Tat. Ich hatte keine Zeit, weiter in den Gedichten zu lesen. Miss Grangers Zaubertränke. Liebestränke, Geldvermehrungstränke, Wachstumstränke. Da stand auch etwas Kleingedrucktes. Für Nebenwirkungen oder Unwirksamkeit übernimmt Granger Publications keine Haftung. Offenbar haben selbst Hexen Angst vor Gerichtsverfahren. Ich wollte die Schautafel nicht. Der Typ sah aus wie der verklemmteste Hippie der Welt. Hallo, ich heiße George Stobart. Willkommen in der Cosmic Fairy. Ich bin Tristram Hillage, der Inhaber. Kann ich Ihnen helfen? Ich will es hoffen. Glastonbury ist ganz schön mystisch, wie? Oh ja, fast unerträglich mystisch. Joseph von Arimathea ist hier gewesen. Ja? Die Legende von König Artus, Guinevere und Excalibur endet hier. Wahnsinn. Und der Tor, dieser hohe Hügel, ist der Eingang von Avalon, dem Land der Feen. Außerdem haben wir Kornkreise, UFO-Sichtungen. Sonst noch was? Dann gibt's noch Geister, Höllenhunde, gespenstische Lichtschimmer. Okay, okay, ist mir mystisch genug. Wie läuft das Geschäft? Recht gut, danke. Wirkt ruhig hier. Sie haben den großen Ansturm gerade verpasst. Was sind Ihre Kunden eigentlich für Leute? Aufgeschlossene Sinnsuchende. Sind Sie auch auf Sinnsuche? Oh, ständig. Bei dem, was ich schon erlebt habe, bleibt mir kaum etwas anderes übrig. Verkaufen Sie solche Postkarten? Ja, einer unserer exklusiven Verkaufsschlager. Liefern Sie die auch an andere Läden? Nein. Das ist ja die Bedeutung des Wortes exklusiv. Ach wirklich? Wusste ich gar nicht. Offensichtlich. Wie kann ich Ihren Weg sonst noch erleuchten? Sagt Ihnen der Name Bruno etwas? Bruno. Nein, ich glaube nicht. Wirklich? Wirklich nicht. Sind Sie sicher? Natürlich bin ich sicher. Ich bin noch nie jemandem begegnet, der Bruno hieß. Anscheinend sind Sie da ganz sicher. Mir war sein Tonfall sofort verdächtig. Haben Sie diesen Mann schon mal gesehen? Nein, noch nie. Irgendwie habe ich das Gefühl, Sie sind nicht ganz ehrlich. Wo ist Bruno? Wo finde ich ihn? Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Verlassen Sie meinen Laden, Sie lästiger Mensch. Ich gehe, sobald Sie ein paar Fragen beantwortet haben. Oh Gott, sind Sie etwa von der Steuerfahndung? Was? Nein. Ich bin zwar Anwalt, aber so tief bin ich noch nicht gesunken. Sagen Sie mir jetzt, wo Bruno ist oder nicht? Nein. Vergessen Sie nicht, Sie sprechen mit einem Anwalt. Mit einem amerikanischen. Das wird unsere hiesige Polizei kaum beeindrucken. Ich hätte nicht gedacht, dass dieser Kerl so schwer zu knacken sein würde. Ich gebe Ihnen eine letzte Chance. Sagen Sie die Wahrheit. Hauen Sie ab! So kam ich nicht weiter. Deshalb war ich Patentanwalt und kein Strafverteidiger. Hey, da oben ist jemand. Unsinn. Alte Häuser knarren nun mal. Für wie blöd halten Sie mich? Da oben ist Bruno. Nein, ist er nicht. Ich musste meine Untersuchung vorantreiben. Hallo? Ist da jemand? Hier sah alles verlassen aus. Der Laden hieß Sazis Kiosk. Hallo?
Hallo, ich heiße... Sagen Sie es nicht. Ich bin Madame Zazi. Ich weiß alles, ich sehe alles. Setzen Sie sich. Sie sind weit gereist. Klar, den einheimischen Dialekt sprach ich nicht gerade. Sie suchen hier nach Wahrheit. Das war ja wohl ebenfalls klar. Vielleicht kann ich die Finsternis für Sie erleuchten. Klar, machen Sie ruhig Licht. Ist ziemlich düster hier drin. Wie lang wohnen Sie schon in Glastonbury? Seit vielen Jahren. Der Tor erzeugt Wellen positiver Energie. Und Einnahmen aus dem Tourismus. Von positiven Vibrationen allein wird auch eine Wahrsagerin nicht satt, wie? Was halten Sie von dem Mann, der da die Straße auf und ab geht? Seine Aura glüht rot vor Zorn. Dann passt sie ja zu seiner Nase. Er verliert etwas, das ihm teuer ist und kann nichts dagegen tun. Tja, da müssen wir alle mal durch. Was wissen Sie über den Laden da drüben, die Cosmic Fairy? Dort gibt es Kerzen und Räucherstäbchen. Aber Tristram Hillage, der Besitzer, ist überreizt. In seiner Aura sehe ich Angst. Hat wohl einen Knoten im Karma, was? Ich wollte nur die Stimmung heben. Erkennen Sie diese Postkarte? Sie zeigt den Tor. Die kann man in der Cosmic Fairy kaufen. Ja, sie wurde dort gekauft. Aber ich muss wissen, wer sie geschickt hat. Geben Sie her. Was? Wieso? Manchmal gibt es psychische Spuren. Ah. Als dieser Bruno sie geschrieben hat, hinterließ er Spuren. Vielleicht finde ich sie. Haben Sie nicht etwas vergessen? Wie bitte? Ich arbeite nicht umsonst. Oh, ach so, klar. Moment. Ich habe hier irgendwo meine Kreditkarte. Ich nehme keine Kreditkarten. Ich glaube, ich habe auch Euro. Euro nehme ich auch nicht. Wie wär's mit Dublonen? Goldbarren? Einem Kerbholz? Ich nehme nur Silber. Musizieren und Hausieren verboten. Keine Wurfsendungen. Die lasse ich lieber in Ruhe. Ich würde nicht gehen, bevor meine Aufgabe erfüllt war. Vor dem Pub stand ein Mann. Er sah aus, als sei er gerade dem Film »Unser Mann in Havanna« entsprungen. Hallo, ich heiße Stobbart. George Stobbart. Wie faszinierend. Mit Doppel-T und Doppel-B? Ja, Sie würden staunen, wie viele Leute meinen, es hieße Stobbart mit D am Ende. Ich habe das Staunen aufgegeben. Iman O'Mara. Sind Sie Ihre? Nein, ich stamme aus Hawaii, von den Maui O'Maras. Sie stammen nicht aus Hawaii. Stimmt, es war gelogen. Sehr scharfsinnig von Ihnen, mich zu durchschauen. Offenbar verfügen Sie über einen klaren, logischen Verstand. Also, was möchten Sie, Mr. Stobbart? Besichtigen Sie die Sehenswürdigkeiten? Ich recherchiere. Vor einem Pub? Ich recherchiere die Ausschankzeiten der hiesigen Pubs. In einem zivilisierten Land müsste man um diese Zeit einen Drink bekommen. Es ist 10 Uhr morgens. Eben. So dringend brauchen Sie doch keinen Drink, oder? Eine schwierige Frage. Analysieren wir sie bei einem Bier. Dafür ist es mir noch zu früh. Sehr weise. Ich werde wohl vorzeitig abtreten, meine Leber von Zirrhose zerfressen. Was soll's? Ist halt Berufsrisiko. Was machen Sie denn beruflich? Guten Morgen, hier ist Iman O'Mara. Heute berichte ich aus der bezaubernden Stadt Glastonbury. Tut mir leid, ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Natürlich haben Sie das nicht. Also Moment mal. Ich führe hier als irischer Vertreter der Medien Recherchen für meine neue BBC-Sendung durch. Sie machen eine Fernsehshow? Bravo! Der Kandidat hat 100 Punkte. Ich besuche Dörfer, interviewe die Einheimischen, probiere die einheimische Küche. Wie heißt die Sendung denn? Unterwegs mit Iman. Hübsch. Und Ihr nächstes Thema ist diese Stadt? Da blitzt dieser klare, logische Verstand wieder auf, stimmt's? Wie sind Sie beim Fernsehen gelandet? Per Zufall. Ich hielt gerade eine Lesung in einem Londoner Buchladen.
Da wandert ein BBC-Produzent mit irrem Blick herein, zeigt auf mich, als wäre ich die Wiederauferstehung, und sagt, Sie sind's! Sie sind's! Also eigentlich sind Sie Schriftsteller? Werden Sie nicht unverschämt. Ich bin Dichter. Die Dichtkunst ist die Gabe der Götter an die Iren. Yeats, Wilde, Joyce... Bono. Treiben Sie es nicht zu weit. Ich habe die Seele eines Dichters, aber die Fäuste eines Mittelgewichtlers. Sehen Sie den Mann, der dort auf und ab geht? Den Armeetyp? Gegen solche Engländer bin ich allergisch. Ach ja? Wieso das? Wenn Sie ein paar hundert Jahre Zeit haben, erkläre ich es Ihnen gern. Er sieht aus, als wolle er jemanden umbringen. Ah, Sie fangen an, meine Allergie zu verstehen. Was halten Sie von der Stadt? Sie ist wie ein Vergnügungspark. Aber wo sind die Touristen? Keine Ahnung. Ist vielleicht keine Saison für Hippies. Was wissen Sie über diese Stadt? Die Pubs sind halbwegs anständig, wenn sie geöffnet haben. Oh, ich verstehe. Sie wollen die Feengeschichte hören, stimmt's? Feen? Sehen Sie diesen Hügel? Ja. Darunter wird König Arthurs Schwert Excalibur von den Feen bewacht. Wirklich? Nein. Waren Sie schon mal in dem Laden, der Cosmic Fairy heißt? Na klar. Dort kaufe ich immer meine Perlenketten. War ja nur eine Frage. Waren Sie schon bei der Wahrsagerin dort drüben? Warum sollte ich so etwas tun? Um mit der Wahrsagerin zu reden? Ehe ich mir aus der Hand lesen lasse, lasse ich erst meinen Kopf untersuchen. Sie sind wohl nicht sehr aufgeschlossen, was Vorschläge für Ihre Sendung angeht. Ich arbeite nach ein paar Drinks am besten. Sagt Ihnen diese Postkarte irgendetwas? Nein, sollte sie das? Wohl kaum. War ein Schuss ins Blaue. Wer ist Bruno? Wenn ich das wüsste. Können Sie mir irgendetwas über diesen Ausweis sagen? Kein sehr gutes Foto. Sieht Ihnen überhaupt nicht ähnlich. Bin ich auch nicht. Das dachte ich mir. Sie sind sicher so ein fotogener Schönling, stimmt's? Und nein, es sagt mir überhaupt nichts. Es war die Eingangstür des Pubs The Human's Arms. Ich versuchte, die Tür zu öffnen. Die Tür war versperrt. Der Pub war noch geschlossen. Kein Zweifel, hier wussten die Leute noch, wie man Türen baut. Ich versuchte, die Tür zu öffnen. Aber sie war fest verschlossen. Wahrscheinlich waren die meisten Leute vormittags bei der Arbeit. Jemand zu Hause? Nochmals hallo. Der Mann da drüben sieht verdächtig aus, finde ich. Ha, Verdächtige sehen völlig anders aus. Ach, und wie sehen Verdächtige aus? Sehen Sie ab und zu mal in den Spiegel, junger Mann. Einige Häuser weiter ist eine Wahrsagerin. Vielleicht können Sie sie um Hilfe bitten. Wieso? Naja, Sie wissen schon, sie könnte in Ihre Kristallkugel gucken und vielleicht... Oder Teeblätter, die könnte sie lesen. Oder Tarotkarten. Da sind so coole Bilder drauf. Sie sind wohl nicht ganz bei Trost, junger Mann. Kennen Sie die Cosmic Fairy? Interessanter Laden. Eine Brutstätte verblasener, liberaler und liederlicher Sozis. Also wollen Sie nicht in die Kundenkartei aufgenommen werden? Seien Sie nicht albern. Ich behalte den Laden im Auge. Dieser Hillitsch hat irgendetwas vor. Was, glauben Sie, geht da drin vor? Ich habe mich erkundigt. Früher hat er ein Zimmer vermietet. Angeblich steht es im Moment leer. Aber ich habe da drin Licht gesehen, nachdem er schon nach Hause gegangen war. Vielleicht versammeln sich die Feen dort zum Pokerspiel. Er gewährt jemandem Unterschlupf, darauf verwette ich meine Frau.
Sogar meinen Hund. Ich musste meine Untersuchung vorantreiben. Da bin ich wieder. Was halten Sie von der Wahrsagerin? Madame Sazie? Sehr traditionell. Kristallkugel, Teeblätter, Tarot, das Übliche eben. Sie haben dafür also noch keinen Verleger gefunden. Verleger? Ha, das sind alles Banausen. Sie müssen Ihren Bekanntheitsgrad erhöhen. Aber ich kann mir keine teuren Anzeigen leisten. Wie wäre es mit einem Auftritt im Fernsehen? In Eamon O'Maras nächster Sendung? Das wäre fantastisch. Aber leider ist es unmöglich. Nicht unbedingt. Eamon und ich kennen uns schon eine Ewigkeit. Seit mindestens 5 Minuten. Soll ich ein gutes Wort für Sie einlegen? Er ist gerade hier in Glastonbury. Würden Sie das wirklich tun? Oh, 1000 Dank! Ich müsste ihm natürlich Ihr Werk zeigen. Ja, natürlich! Hier, nehmen Sie ein Exemplar. Er wird bestimmt begeistert sein. Ich wollte die Schautafel nicht. Die 3 Gedenkmünzen stammten aus dem Gedichtband. Nachdem ich die Münzen vom Einband gerissen hatte, sah der Gedichtband ziemlich lädiert aus. Nochmals hallo! Da bin ich wieder. Was sagen Ihnen Ihre Kräfte über den Mann, der vor dem Pub steht? Er kam über das Meer. Er hat sehr strikte Ansichten. Er sucht Wissen, aber nicht für sich selbst. Das sehen Sie alles in der Kristallkugel? Nein, er war gerade im Fernsehen. Das ist Eamon O'Mara. Hier ist eine Silbermünze. Sehen Sie sich bitte mal diese Postkarte an. Oh! Ah! Ich sehe einen Mann. Das grenzt es schon mal ein. Ein Mann. Bruno. Er flieht vor einer Gefahr. Er ist in der Nähe, aber... Das hätte sie von Brunos Nachricht auf der Postkarte auch wissen können. Nein, die psychische Prägung ist zu schwach. Zu viele andere haben diese Karte berührt. Ihre eigene Prägung ist viel stärker. Ach ja? Ihnen steht eine lange Reise bevor. Na fein, und komme ich auch zurück? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wenn Sie mehr über diesen Bruno wissen wollen, brauche ich etwas aus seinem persönlichen Besitz. So, hier ist noch eine Silbermünze. Ich hatte schon einmal dafür bezahlt, dass die Karte gedeutet wird. Und einmal hat mir mehr als genügt. Werfen Sie mal einen hellseherischen Blick hierauf. Oh!
Was haben Sie? Haut bleich wie Knochen. Schwarze, leere Augen. Das Antlitz des Todes. Nein, nehmen Sie das wieder, nehmen Sie. Ist ja schon gut. Was ist passiert? Ich habe etwas gesehen. Etwas Gefühlloses, Gnadenloses. Einen Mann ohne Seele. Sazie hatte den Ausweis schon einmal gedeutet und ihrer Reaktion nach zu urteilen, wollte sie es kein zweites Mal machen. Hallo, Eamon. Vielleicht ist der Besitzer der Cosmic Fairy ideal für Ihre Sendung. Der alte Hippie? Für die 60er habe ich nichts übrig. Kaftane stinken. Timothy Leary ist zum Upturn und ich höre lieber The Clash als die Beatles. Ich denke, Sie wollen exzentrische Einheimische interviewen. Hippies sind nicht exzentrisch. Sie sind jämmerlich. Ich glaube, der Typ hat was Spezielles. Lesen Sie mal. Verzaubertes Avalon. Verse aus mystischer Zeit. Das fehlt mir gerade noch. Lesen Sie. Sie werden nicht enttäuscht sein. Wenn Sie meinen... Denn Blitze rannen durch mein Blut, o dunkle Morgana, o meine Morgana. Nicht schlecht, oder? Nein. O Blitze strömten durch mein Blut und feurig blitzte rot mein Blut. Das ist wunderschön. Stimmt. Es war schon vor 180 Jahren wunderschön, als James Clarence Mangan das über seine Rosaline geschrieben hat. Was? Und hier. Feen sind stille Wesen, lilienbleich zu sehen. Das ist von Samuel Ferguson. Schamlos. Verdammt ist das schamlos. Darley, Griffin, Aubrey de Vere. Verdammt. Schreckt er denn vor nichts zurück? Das ist ein Plagiat? Jedes Wort. Und hören Sie, hier. Der Autor behält sich das Recht vor, als Urheber dieses Werkes zu gelten. Grabräuber, Leichenfledderer. Den kaufe ich mir. Seien Sie gegrüßt, Reisender. Was kann ich für Sie tun? Zum Inseltal von Avillon. Nie fällt dort Hagel, Regen, Schnee. Noch braust ein Sturm. Doch sanft. Wie? Wie meinen Sie? Sind seine Wiesen. Glücklich, reich an süßer Frucht. Und Sommerwellen schlagen sacht an Ufer, kühl im Schattenlaub. Das ist gut. Sogar sehr gut. Natürlich ist es gut. Es ist von Tennyson, Sie maroder Müslifresser. Ein Zitat aus der Mort d'Arthur. Nicht die von Thomas Mallory, aber dafür kann er ja nichts. So, erinnern Sie sich noch an die Figur des Königs Marke von Cornwall? Ich habe zwar Mallory gelesen, aber... Sie wissen doch noch, dass Marke stinksauer auf einen Ritter namens Tristram war? Weil Tristram etwas genommen hatte, das ihm nicht gehörte? Oh Gott, Sie meinen Melissa, bitte, ich kann alles erklären. Nein, nicht Melissa, Sie Idiot! Isolde! Jetzt haben Sie mich völlig verwirrt. Es geht um Diebstahl geistigen Eigentums und missbräuchliche Beschwörung gewisser Geister. Unter anderem die von Mangan, Griffin und de Vere. Aha. Ein wahres Wunder, dass so viele Genies ihr Büchlein inspiriert haben. Nur schade, dass die Geister letzten Endes nur aus ihren eigenen Werken zitiert haben. Und zwar wortwörtlich. Moment, ich kann alles erklären. Das war eigentlich mein Text. Aber diesmal war es mein Stichwort. Nur zu. Dafür erkläre ich Ihnen, welche Rolle der Boxkampf in der irischen Literatur spielt. Beruhigen Sie sich doch. Ich bin die Ruhe selbst. Sie sollten mich sehen, wenn ich zornig werde. Meine Güte! Sie hätten wenigstens etwas raffinierter abschreiben können. Ich habe weniger abgeschrieben als mich beflügeln lassen. Wenn ich mit Ihnen fertig bin, werden Sie auch beflügelt sein. Oh... Sie glauben wohl, die großen Genies waren nur dazu da, ihre Eitelkeit zu unterstützen? Keine Gewalt, keine Gewalt!